einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu meinem nächsten kleinen, aber feinen Testvideo zu The Solus Project. Ein Spiel, das ich vor ein, zwei Tagen entdeckt habe und mir auf Steam auf die Wunschliste gesetzt habe. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Das Spiel ist noch nicht ganz 2,5 Jahre alt, das heißt nicht mehr unter den neuesten Neulingen ist es dabei. Aber da es so ein bisschen Science-Fiction, Survival, Erkundungsreisen-mäßig ist, habe ich gedacht, ich will das mal ausprobieren. Ne? Ihr wisst ja, dass mir das gefällt. Und aufgrund eurer Reaktion, beziehungsweise wie ihr auf das Video reagieren werdet, auf das Testvideo, Likes, Kommentare, Klicks, werde ich entscheiden, ob ich das weitermachen werde oder nicht, weil das ist dann doch schon ein etwas größeres Spiel. Und bevor ich jetzt da so drei riesige Projekte am Laufen habe oder zwei, will ich lieber vorher ganz sicher sein, dass ihr das auch sehen wollt. Also vergesst auf jeden Fall nicht mehr in die Kommentare zu hauen oder mit dem Like-Button mir zu zeigen, dass euch das gefällt. Gut, bei den Einstellungen sollte eigentlich alles gut sein. Ich habe vorhin schon alles eingestellt, Vollbild, volle Skalierung, Effekte auf Ultra. Hier sind noch so ein paar Specials, die ich aktiviert habe. Was sie bringen, sehen wir dann nachher im Spiel genauer. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Los geht's. Neuen Spielstand starten. Im Jahre 2115 identifizieren Forscher einen gefährlichen Klasse B-Stern, der in unsere Richtung reist. Die Erde und auch das Sonnensystem wird zerstört werden. Die Prolus-Schiffe starten 2149. Drei riesige Kolonieschiffe befördern Tausende zu einer sicheren Zone nahe Pluto. 2151. Die Erde ist zerstört. Ohne Zufluchtsort wurden unsere letzten Ressourcen zusammengetragen und 5 Erkundungsschiffe zu 5 Fernwelten gesandt. Diese Pioniere unternehmen unsere erste intergalaktische Reise, um mutig dahin zu gehen, wohin kein Mensch zuvor ging. Unsere letzte Chance zu überleben ist bekannt als The Solus Project. Fünfzehn Jahre später, Mission TSP-3 erreicht Gliese 6143C. Vata? Yuri? Can you hear me? Warning. Atmospheric entry imminent. Where is everyone? Did anyone make it to the drop pods? Heyman! Vars! Is anyone there?
So, und da wären wir wieder. Oh, welche besonderen Gegenstände, welchen besonderen Gegenstand du hast ergreifen können, bin ich jetzt vollkommen dumm? Welchen besonderen Gegenstand hast du ergreifen können, während du zu den Rettungskapseln gerannt bist? Oh, cool. Welchen besonderen Gegenstand? Was haben wir hier? Nichts. Nee, das wollen wir ja nicht. Filtrationsanzug lässt sich 50% schneller trocknen. Atemgerät, 50% mehr Luft während des Tauchens. Weiterentwickelte Fasern, leichter Anzug, 20% schnellere Bewegung, aber 15% Schutz vor Kälte oder Hitze. Ah, minus 15% Schutz, okay. Also ein etwas leichterer Anzug, kann mich besser bewegen, aber bin empfindlicher gegen Kälte. Thermoanzug, genau das Gegenteil. Spezieller Anzug mit 20% Kälteresistenz, aber 60% vor Hitze. Ah, okay, gut. Reflektierende Besichtigung. Mann, was bringt... Strapazierfähige Stiefel. Sprinten hält zweimal so lang an, sprintet erhöht jedoch zweimal schneller. Ich nehme den Anzug hier. Leichter Anzug, 20% schneller bewegen. Ich nehme den hier. Schwierigkeitsgrad machen wir normal. Der Schwierigkeitsgrad sowie jede andere Einstellung kann zu jeder Zeit im Spiel geändert werden. Aha. Benutze Fahrenheit. Benutze Fußmeilen. Was? Nö, gar nichts von dem Ganzen. Standardmäßig sind Celsius, Meter und Liter für die... Ja, das ist ja gut so. Was heißt denn inventierte Ansicht? Ich habe doch keine Ahnung. Wollen wir mal fortsetzen einfach. So, sehr schön. Ich wollte nur schnell gucken jetzt beim... Ob bei dem Spiel... Untertitel... Ob da noch Untertitel irgendwas war. Aber nee, ist alles gut so. Also war ja schon mal ein richtig geiler Start gewesen. Guckt, oh, schönes Bild. Wir sind also auf jeden Fall der einzigste Überlebende anscheinend hier. Zumindest von unserem Schiff. Und unseres Schiff wurde auch garantiert abgeschossen. Aha. Cool. Fehler. Außerhalb der Reichweite. Okay, gut. Das Display ist schon mal auf Deutsch. Items haben zwei Modi. Einmal Plus zum Aufheben und einmal ein orangenes Plus für Craften. Okay. Es dauert immer so lange. Da können wir... Was hat das jetzt gebracht? Egal, wir haben den Stein einfach mal mitgenommen. Das dauert jetzt gerade mal ein klein wenig, bis ich erstmal drin bin überhaupt, wie hier was funktioniert. Gut, wir haben hier auch eine leicht erhöhte, leicht geringere Schwerkraft als auf der Erde, das merkt man. Wir können doch sehr easy leicht hier durch die Gegend springen. Ah, da komme ich gar nicht rüber. Ach, kann es natürlich sein, dass das so eine Art Tutorial jetzt gerade am Anfang ist? Tatsächlich. Wähle ein Item aus. Benutzen. So. Ah, den Stein. Ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass Schlafen mit B, Missionsziel mit O und mit P, Statistik. Okay. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass jetzt mit dem Stein das kaputt gemacht worden ist. Linke Steuerung zum... Bitte, was? Zum Hocken. Ich hab's gleich, Leute. Ah, hab's gefunden. So, sehr schön. Was haben wir denn hier noch alles? Ich glaube, wir müssen jetzt mal... Terrasse der Trostlosigkeit. 15 Grad ist ja eigentlich relativ angenehm, ne? 22% Luftfeuchtigkeit. Sammeln wir jetzt mal ein bisschen Zeug noch von unserem Raumschiff auf. Enthält Wasser. Ah, guck mal, der scannt das kurz und dann sagt er uns, was da drin ist. Eine Dose, die geschlossen ist. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Was ist das denn hier? Ein Tagebuch. Wenn du dich in einer prekären Lage befindest, erforsche deine Umgebung und sammle alle nützlichen Gegenstände, die du finden kannst, bevor sich die Situation verschlimmert. Ah ja, das habe ich noch gesehen in einem Review, dass...
Nein, ich will das mitnehmen. Dass die Geschichte und auch ein bisschen Tipps und so immer mit so kleinen Tagebucheinträgen hier. Ah, guck hier. Finde so bald wie möglich eine Wärmequelle, frisches Wasser und Nahrung. Finde einen Ort, der als Unterschlupf dient. Dein Verhalten in den ersten Stunden ist überlebenswichtig. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich nicht wirklich Zeit, um hier den Sonnenuntergang zu genießen, meine Freunde. Wir müssen halt wirklich gucken. Neue Zielpeilung. Finde einen Platz für einen Unterschlupf. Da hinten müssen wir hin. Da wurde was gefunden. Report back to Prolo's command somehow. Better have a look around and see if anyone or anything made it. Herstellung einer Fackel. A. Baue ein provisorisches Werkzeug zum Schneiden aus Stein. B. Schneide etwas trockenes organisches Metall. Wickle das Metall um. Kann ich die auch mitnehmen? Nicht wirklich, ne? Weil der sagt mir, wie man eine Fackel baut. Ich muss was bauen, um Stein zu schneiden zu können. Aber erstmal brauchen wir ja einen Unterschlupf. Was haben wir hier noch? Noch eine Dose. Nee, oder? Benutzen. Den Stein. Ah, jetzt haben wir die kaputtgeschlagen. Was ist da drinne? Dose, essbar. Haben wir die jetzt gegessen? Oder habe ich die einfach... Ich glaube, ich habe die einfach aufgehoben. Kann ich... Da, eine offene Dose. Linke Maustaste zum Konsumieren. Perfekt. Es ist also sehr, sehr stark auch wieder ein Survival-Game. Einfach nur Science-Fiction-mäßig gehalten. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sogar sehr gut. Wie gesagt, bevor wir hier den Sonnenuntergang genießen, habe ich gedacht, was haben wir denn hier? Mann, ich werde die ganze Zeit hier abgelenkt. Was soll denn das? Das sieht aus wie dieses Blitzdings von Man in Black. Nützliches Werkzeug, mehrfach benutzbar. Wir nehmen es einfach mal mit. So, Zielpeilung, finde einen Platz für einen Unterschlupf. Haben wir gefunden. Trinke aus einer frischen Wasserquelle. Was haben wir hier noch? Brennbar, trockene Wurzeln. Ja, das brenne ich jetzt aber nicht ab. Ich denke, wir müssen hier auch... Höhlen bieten Schutz vor dem Klima. Das ist sicher schon mal schön. Guck mal, was ist, wenn ich... Ich verstehe noch nicht, warum... Guck, jetzt haue ich mit dem Stein da drauf. Ah, jetzt habe ich den klein gemacht, den Stein. Kann das sein? Komm, wir trinken erstmal was. So. Können wir auch mit der Dose hier einsammeln? Nee, das geht nicht. Oder? Da trinken wir tatsächlich einfach nur. Aber mit rechter Maustaste lässt man es einfach fallen. Gut. Was sagen denn unsere Vitalwerte? Da oben sieht man immer die Entfernung zu unserem nächsten aktuellen Ziel. Ist hier drin noch was zu holen? Ich lasse mich unglaublich schnell ablenken, habe ich gemerkt. 14 Stunden, bis ich wahrscheinlich todmüde umfalle. Suche nach etwas Essbarem. Einfach mal so eine Pflanze von so einem Planeten. Neue Zielpeilung. Suche nach etwas Essbarem. Haben wir gefunden. Soll ich das jetzt essen? Finde etwas Brennbares. Das haben wir gefunden. Das haben wir hier drin. Da gibt's das. Klar. So. Und jetzt? Finde etwas Brennbares. Haben wir. Ah, das kann man dann so mitnehmen. Finde etwas Brennbares erledigt. Kombiniere das Rohr und die Wurzel. Ah, um eine Fackel zu bauen wahrscheinlich. Und wie? Ja gut, okay, die Dose brauche ich wahrscheinlich wirklich nicht mehr. Guck mal, das Rohr und die Wurzel. Hier haben wir die Wurzel. Zum Konsumieren, zum Fallen lassen. Nee, ich will die doch nicht essen. Oder? Will ich die essen? Ich habe sie gegessen und hier unten steht getrunken. Ah, gegessen und getrunken. So viel Kalorien und so viel Wasser habe ich zu mir genommen. Okay, aber wo ist denn jetzt das Rohr? Da ist das Rohr. Zum Fallen lassen. Habe ich hier irgendwo ein Crafting? Ah, mit H kann man das rein- und rausklappen. Das ist auch schon mal wichtig. Das Spiel wird beim Schlafen gehen gespeichert. Ah, man kann hier einfach so... Am B konnte man schlafen, genau. Crafting. Kann man hier irgendwie sowas Crafting-mäßiges öffnen? Geht das? Ich drück gerade mal ein bisschen. Was haben wir hier? Nee, nicht wirklich.
Unterkühlung, alles, alle Vitalwerte sind tipptopp, kann man sich nicht beschweren. Nur, ich muss gerade herausfinden, wie ich das Rohr mit der Wurzel verbinde. Oder muss ich die Wurzel in die Hand nehmen? Wurzel. Muss ich da... Ah, hier, benutze zum... Rechtsklick. So, und ist das Rohr. Ah, tatsächlich. Wir haben eine Fackel gebaut. Fackel, brennbar. Unvollständig. Ja, ich weiß, weil sie nicht brennt wahrscheinlich. Das Ding sieht auch komisch aus. Kombiniere das Rohr und die Wurzel. Habe ich gemacht. Finde Öl und verwende es mit der Fackel. Das ist gut hier. Das ist ein schönes Tutorial am Anfang. So checkt man schon ein bisschen, wie es funktioniert. Bei Green Hell wurde man ja doch ganz schön reingeworfen erstmal, finde ich. Hier haben wir Öl. Finde Öl und... Okay, das haben wir. Entzünde die Fackel. Jetzt müssen wir Feuer noch finden. Davon müssten wir... Ich meine, das sind ja Absturzteile. Hier müssen wir sicher was finden. Als ob der sich jetzt da... Ist das nicht zu heiß? Doch, das war sehr heiß gewesen gerade eben. Neues Ziel. Zielpeilung. Erkunde. So. Akt 1. Das Erwachen. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt noch alles Gute. Wir brauchen doch überhaupt gar keine Fackel. Zündet die sich auch wieder an? Ja. In Real... Ich frage mich, was die Öffentlichkeit über uns denkt, dass wir ein Haufen faulenzender Wissenschaftler sind, mit Flüssigkeiten in der Gravitationslosigkeit spielen und 15 Jahre lang Zeit verschwenden. Vielleicht halten sie das alles für einen großen Schwindel. Wir haben uns die Fragen und Antworten Episode angesehen und alles hat sich so vorgeschrieben und künstlich angehört oder angefühlt. Genau, ich will jetzt trotzdem noch schnell schauen, ob ich hier irgendwo den Untertitel einschalten kann, weil wenn das so verrauscht ist und so, dann verstehe ich das ehrlich gesagt nicht so gut. Deutsch? Das sind ja die Temperaturen und alles. Sichtfeld? Oh. Ah nee, das ist blöd so. 100%. So, finde ich besser. Da haben auch die Helmumrisse hier so ein bisschen. Das ist die Schwierigkeit, wo man hier einstellen konnte. Ah, Untertitel, hier haben wir ihn. Oh, bitte ist der auf Deutsch dann. Weibliche Stimme. Ah, wenn wir einen weiblichen Charakter spielen. So, fortsetzen. Soll ich so mit so einer Helmumrandung machen oder lieber ohne? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich tue das jetzt erstmal nochmal ranzoomen. So wie es vorher war, auf 90. Ah, das hatte ich vorher auch? Hä? Bin ich jetzt vollkommen blöd? Sichtfeld, 100%. Komisch. Ich dachte jetzt eben gerade, der wäre weg gewesen, der Helm. Haben wir den erst jetzt aufgesetzt? Okay, dann lassen wir es jetzt erstmal so. Also, weiter geht's. Was wollte ich sagen? Genau wegen dem Helm, aber ich müsste mir das nachher in der Aufnahme mal angucken, ob ich den schon aufgezogen hatte oder nicht jetzt. Oder ob der jetzt neu dazugekommen ist. Oder man gewöhnt sich aber nur unglaublich schnell daran. Untertitel ist eingeschaltet, sehr schön. Und wir versuchen immer unterwegs so ein bisschen diese kleinen Tagebucheinträge, die ein bisschen zu lesen. Weil ich habe gehört, so erfährt man auch ein bisschen von der Geschichte hier. Ja, das ist natürlich schön. Okay, eine Fackel haben wir schon mal und unser nächster Auftrag war gewesen, zu erkunden. Diese Steingebilde hier sehen doch sehr abstrakt aus, finde ich. Also eben, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir alleine hier auf diesem Planeten sind. Und ich nehme mal so viel mit, wie ich kann. Ich hoffe, hier kann das Essen nicht auch schimmeln. Oha, das ist ja mega gruselig, wenn man hier so... Durch diese... Ich kann das im Web suchen. Hä?
Ist einfach die Spracherkennung von meinem Handy jetzt angegangen. Okay, ich dachte schon, wieso, seit wann ist denn jetzt in dem... Ey, wir hängen fest, willst du mich verarschen? Wie bin ich denn jetzt hier reingelaufen? Komm, hier kommen wir hoch, oder? Hey! Ja, oh. Ey, Leute, das ist richtig gefährlich gewesen. Wir sind hier richtig festgehangen. Wie gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir hier alleine auf dem Planeten sind, wenn man sich auch mal die ganzen Steine und das ganze Zeug hier anguckt. Und es wird dunkel. Und ich glaube nicht, dass wir... Oder sollen wir echt hier lang? Was bedeuten auch diese Flecken, die wir auf dem Helm haben? Ah, das ist nur, wenn es dunkler wird. Der ist einfach dreckig. Gut. Ich hätte auch übelst Bock jetzt das Game auch mal live zu streamen. Also wenn ihr darauf Bock habt, sagt mir das. Kommuniziert mit mir, dann weiß ich das. Dann könnte ich nächste Woche einen Livestream starten hier mit dem Spiel. Müssen wir die alle so aufschlagen? Und dann können wir die mitnehmen? Das Inventar ist voll. Ah ja, gut, dann. Ja, haben wir irgendwas im Inventar, was... Eine Fackel und Essen halt, ne? Und nochmal so ein Rohr und ein paar Steine einfach. Ja, easy. Guck mal, da hinten sind doch auch so irgendwelche Gebilde oder sowas. Das wollte ich doch jetzt überhaupt gar nicht fallen lassen. Gut. Aha, guckt euch mal die Felsen allgemein an, wie die aussehen. Das sieht aus wie so ein Schuppenpanzer von so einem riesigen Tier. Was war denn das gewesen? Habt ihr das gesehen? Was ist das denn? Ah, wenn ich ganz nach unten gucke, sehe ich das Zeug da. Okay. Da ist eben gerade was rausgeschossen da hinten. Wollen wir mal da hingehen? Können wir machen, oder? Okay. Oh! Fallschaden, Gesundheit, 68. Als ob. Schlaf, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Mann, das waren doch keine... Ja, ist schon ein bisschen hoch, aber... Ja. Nee, einfach nee. So hoch war das jetzt gar nicht. Das ist ja schon fast höher, wenn ich einfach so springe. Naja, okay. Ach, da sind Wale oder so im Wasser. Lass mal gucken. So Delfine oder so. Oder? Da schwimmt doch was. Ja, als ob das jetzt verschwindet, wenn man näher drauf geht, drauf zugeht. Da hinten, guckt. Ja, da schwimmt wirklich was. Ui. Was ist das denn? Da gehen wir hin. Okay. Hier sind anscheinend immer noch Teile. Was ist das hier? Essbar. Aufheben. Aha, ja komm, dann lassen wir den Stein fallen. Und wir nehmen das da mit, weil wir das essen können und den Stein nicht. Oh, hier ist ja noch ganz viel von dem Zeug. Ah, kann man das nicht stapeln? Okay. Was haben wir hier noch alles? Was ist das da? Ein Leuchtfeuer. Leuchtfeuer. Brauchen wir das? Was ist das da? Ah, was da drin ist? Da sind zwei Leuchtfeuer. Oder habe ich jetzt mein Zeug da reingepackt? Ich weiß es nicht. Ich habe... Oder, nee, doch nicht. Wir gehen einfach mal dahin, wo so diese komischen Wellen sind, okay? Das machen wir jetzt mal. Terrasse der Trostlosigkeit 2. Jetzt wird es langsam dunkel, jetzt kann ich sogar die Fackel gebrauchen. Guck mal, von da hinten kommt irgendein Signal oder sowas aus der Höhle. Erkunde diese Höhle. Neue Tagebuch. Wenn dein Schiff abgestürzt ist, sammle so viele nützliche Gegenstände wie möglich aus dem Wrack, bevor du in eine andere Gegend wanderst. Selbst die einfachsten Gegenstände können überlebenswichtig sein, wenn sie richtig angewendet werden. Ja, aber ich habe ja gar nicht so viel Platz. Das ist ja das Problem. Ich habe ja schon Trinkflaschen, habe ich jetzt mitgenommen. Das ist, glaube ich, sehr weise. Und Nahrung. Und sonst halt die Fackel. Und ein Stein. Gut, nee, komm, die Steine, die kann man echt mal fallen lassen. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Also, beziehungsweise Steine findest du ja überall.
Was denn das hier? Verschollenes Artefakt. Zorn des Urtuku. Ich kann es nicht richtig lesen. Upgrade aller Ressourcen in der Nähe 0 von 4 insgesamt. Ah, das sind so versteckte Sachen, die man einsammeln kann. Artefakte und besondere Ausrüstung von dem Schiff verbessern deine Attribute. Erkunde die Welt, um sie zu finden und deine Fähigkeiten zu erweitern. Im Stats-Menü kannst du deine aktuellen Upgrades sehen. Inventurplatz, Tauchzeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Gesundheit. Okay, Fallschaden. Die Sachen verbindern also diese Artefakte, die erhöhen meine Stats. Das finde ich cool. Die sind aber ein bisschen versteckt. Die muss man halt auch wirklich suchen. Ich denke jetzt... Was ist denn das hier? Ah, da landet irgendwas. Guckt euch das an. Als ob. Gehen wir mal dahin. Da ist was abgestürzt. Oh, es wird kalt. Minus 5 Grad. Was ist denn hier abgestürzt? Was? Teleporter? Hä? Von wo wurde mir das denn zugeschickt? Das Problem ist, das ist so überlappt hier. Mit T kann ich mich teleportieren. Ah, ich kann das da hinschießen. Und dann? Kann ich mich dahin teleportieren? Ist ja krass. Okay. Was haben wir hier? Kraftnahrung nehmen wir mit. Mann! Also ganz ehrlich, dann lasse ich sogar jetzt ein bisschen hier das Dosenfutter fallen. Oh, es wird langsam kalt. Wir müssen unbedingt... Sogar ein Erste-Hilfe-Pack. Okay, okay. Warte, ich nehme mal die Fackel raus. Vielleicht bringt das auch schon was. Wo ist denn die? Da. Wird uns wärmer, wenn wir die rausholen? Ja, uns wird wärmer. Sehr schön. Okay, Leute. Die Zeit rennt uns leider davon. Wir sind schon bei 25 Minuten angekommen. 26. Drohende Dehydration. Okay, wir brauchen was zu essen. Zu trinken. Nein, nix da. Trinken, konsumieren. Boah. Ah, das ist dieses Feuchtigkeitszeug da. Ich hoffe, wir können das Wasser wieder in unserer Höhle wieder auffüllen. Ich begebe mich jetzt trotzdem nochmal schnell zu der Höhle und lege mich da schlafen, dass das abgespeichert wird. Und danach gehen wir beim nächsten Part dort hinten in die andere Höhle rein. Wie gesagt, ich werde den Part an der Stelle jetzt beenden. Ich hoffe, euch hat der Teil von The Solus Project jetzt gefallen. Wie gesagt, das war halt ein kleines Pilotprojekt jetzt. Jetzt hängt's an euch, ob ich weitermache oder nicht. Genau, wie gesagt. Und ansonsten würde ich sagen, mir gefällt's eigentlich. Ich würde gerne weiterspielen. Und wäre halt auch gespannt, wie es weitergeht, ne? Oh, hier sind noch Nachrichten, die wir dann lesen können. Cool. Aber ich lege mich jetzt wirklich erstmal schlafen. Was geht denn hier ab? Aha, da ist die Düse. Genau. Und ja, nochmal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Neil. Was sage ich hier eigentlich? Haltet die Ohren steif, euer Neil. Und ciao.